Hallo, melde mich wieder von meiner Ayurveda-Kur in Kerala, in Indien. Sitzt unter Bäumen bei plus 30 Grad, das ist ganz genau meine Betriebstemperatur. Also, ich mag es warm, am liebsten heiß. Zuerst möchte ich mich mal auf alle Fälle von Herzen bedanken für die vielen Feedbacks und das große Interesse auf meinen ersten Vlog-Versuch. Es ist mir sehr schwer gefallen, das auch zu veröffentlichen und auf diese Weise nach außen zu treten. Und ihr habt es mir wirklich das erleichtert und ermutigt, jetzt da weiterzumachen. Und es hat mich wirklich sehr, sehr berührt, dass das so bei euch angekommen ist. War auch ein kritischer Kommentar dabei. Die Raben sind scheinbar zu laut gewesen. Also würde ich bitten, die Raben jetzt für 5 Minuten eine Ruhe, dass alle alles verstehen. Die Idee ist heute, dass ich euch vom Tagesablauf meiner Ayurveda-Kur ein bisschen was erzähle. Es ist frühes Aufstehen, weil es startet gleich mit Yoga. Da gibt es zwei Stufen, die Anfänger und die Fortgeschrittenen. Und ich bin natürlich zu den Anfängern gegangen, als völlig Ungeübter. Und es war recht lustig. Von außen hat das vielleicht ausgeschaut wie Seniorenturnen, aber für mich war das auch das schon eine riesen Herausforderung. Vor allem, wenn ich daneben sehe, wie da eine 30 Jahre geübte Yogalehrerin dieselben Übungen macht, dann nimmt man mal wahr, wie steif man eigentlich ist. Ja, ich sollte mich ein bisschen öfter dehnen und Yoga machen vielleicht. Da habe ich jetzt die beste Gelegenheit. Jeden Tag, wie gesagt, gibt es in der Früh eine Stunde. Und dann mal schauen, ob sich da auch was bewegt. Dann ist in der Regel Frühstück angesagt. Dann gibt es da zum Beispiel Porridge, das ist normal nicht ganz meine Frühstücksart, aber hier mit Zimt und Honig und man kann auch Banane reingeben, schmeckt mir das direkt sehr, sehr gut. Und danach gibt es noch ein paar Früchte, Ananas, Granatapfelkerne, Wassermelonen, Papaya, ganz frisch, wie man es bei uns natürlich nie kriegen, diese Südfrüchte. Und ja, fängt das schon einmal paradiesisch an eigentlich der Tag. Und man hat dann im Laufe des Tages diese zweistündige Therapieeinheit, wo in Massageform Öl eingebracht wird, wie ich auch schon kurz geschildert habe. Zuvor ist immer mit der Ärztin eine kurze Besprechung. Man ist ja generell eingestellt auf das, wo die eigenen Ungleichgewichte liegen, und so werden auch die Therapien ausgerichtet. Und jeden Tag gibt es eine Besprechung, wie es einem geht, ob was hochkommt, Schmerzen, mentale Sachen, und wird da wunderbar drauf eingegangen. Und dann geht es los, und man eben seinen Therapeuten, Männer werden von Männern massiert, Frauen von Frauen. Und wie gesagt, viel Öl über den ganzen Körper. Man liegt nackt auf der Liege und es wird den ganzen Körper eingebracht, also auch im Gesicht, in den Haaren, also überall viel, viel Öl. Und im Prinzip 1,5 Stunden nochmal generell in den Körper einmassiert. Und mir ist oft vorkommen, als wie ich 100 Ohrfeigen kriegen würde, weil das teilweise so tätschenderweise eingebracht wird auf den Kopf. Aber liebevolle Tatscheln, hat nichts mit Ohrfeigen zu tun gehabt, aber ich brauche es scheinbar ein bisschen strenger eingebracht. Jedenfalls ist das dann schon entspannend und danach kommt dann noch eine Spezialbehandlung abgerichtet auf den Therapieverlauf. Gestern zum Beispiel habe ich diesen für mich Höhepunkt, den Sirodhara Stirnguss bekommen. Das ist für mich das absolut Entspannendste, was ich in meinem Leben erlebt habe. In kürzester Zeit fährt das ganze System herunter. Die Gedanken kommen einmal zum Stoppen und ich schlafe sogar meistens weg und bin danach dann ultra entspannt. Also ist wirklich ja, das Schönste, was ich erlebt habe, und das Entspannendste, um den Gedankenfluss mal zu bremsen oder gar zum Erliegen zu bringen, was irgendwo ein schönes Ziel ist. Ja, dann nach der
Massage ist Ruhe angesagt, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade nach dem Sirodhara sollte man auch nicht in die Sonne gehen und sogar Wind soll da ungünstig beeinflussen. Und wirklich stundenlang eigentlich liegen, vielleicht lesen, aber schon gar nichts machen. Und man ist auch dermaßen müde, dass man auch gar nichts tun will. Ja, dann ist Mittagessen angesagt. Das ist in der Regel auch auf den Typen abgestimmt, der zuvor bestimmt worden ist. Hier ist es so, dass, weil das ein kleines Ressort ist, gar nicht so individuell eingegangen wird und scheinbar ja, sind da alle für alle Doshas geeignet. Keine Ahnung, auf alle Fälle, mir schmeckt es gut und ich liebe indisches Essen und bin fasziniert von diesen Kombinationen. Da gibt es Apfel-Zucchini-Suppe zum Beispiel. Das ist super. Oder Wassermelonensuppe, noch nie gehört, gegessen, schmeckt wunderbar. Oder gestern diese Ananas in Chili herausgebraten. Das kann man sich irgendwie schwer vorstellen, aber es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Und ja, ist auch für den Körper gut, ist natürlich alles streng vegetarisch. Und doch immer abwechselnd. Es gibt jeden Tag verschiedene Sachen, circa so 10 Töpfe, aus denen man sich frei bedienen kann, einfach alles durchprobieren und dann kann man seine Favoriten da herausfinden. Nachmittags in der Regel ist wieder für die Ruhe anberaumt und ja, im Prinzip ist da nichts zu tun, als wieder es wirken zu lassen, die Atmosphäre zu genießen und es wirkt. Es kommen Sachen hoch, es ist nicht immer alles lustig, also auch mentale Sachen, immer wieder auch diese Unzulänglichkeiten, diese inneren, aber es ist möglich, diese dann hochkommen zu lassen und dann dahinter diese Ruhe wahrzunehmen. Und das ist wirklich da einfach das Schöne, dass diese Kur dann wirklich da verhilft, in diese Ruhe gehen zu können, weil einfach nichts zu tun ist. Und man wird wirklich wunderbar bedient, allein das Lachen von den Inder und diese Pflege und Geborgenheit fühlt sich allein schon gut an und es fehlt wirklich an nichts. Und so kann man auch diese ungünstigen Sachen verarbeiten. Ja, dann geht es eigentlich eh wieder ans Essen. Sie sehen, es ist nichts zu tun, außer essen und genießen. Abends wieder das gleiche, wunderbar, verschiedene Mahlzeiten, in der Regel Reis mit Soßen, auch die Süßigkeiten, Süßspeisen gibt es dann auch immer, also das ist ja, fantastisch und man kann aus den Vollen schöpfen und genießen. Ja, und dann eigentlich früh schlafen gehen, weil es steht dann schon der nächste Tag in der Früh wieder mit Yoga an. Ja, und so wollte ich eigentlich den Tag euch schildern und schauen, was morgen wieder passiert. Auf alle Fälle wünsche ich euch zu Hause auch noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und da der Jahreswechsel ansteht, wünsche ich euch wirklich einen guten Rutsch und dass das kommende Jahr alles in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht, so Gott will. Namaste. Alles Liebe aus Indien.